So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute wird es eine relativ kurze Sendung geben, beziehungsweise keine Neuigkeiten gegenüber gestern. Denn erstens ist auch Freitag und zweitens lief ja die Woche sehr gut. Die Setups sind viele exakt aufgegangen, viele liegen im Plus. Deshalb sollte man den heutigen Tag jetzt nicht unbedingt dafür nehmen, um vielleicht noch Kursverluste zu erliegen. Deshalb schauen wir eben auch den DAX an als erstes, denn hier hat sich ja gestern das eine Kursziel aus 10.200 Punkten eben ergeben. Das war jetzt hier jeweils die Oberkante, ist zweimal angelaufen worden. Und hier wäre jetzt, ja, schwierig. Stundenschlusskurs eher über 10.213 wäre vielleicht ein neues Kaufsignal, wo richtig Schwung reinkommen könnte noch vorm Wochenende. Aber ich denke, da wird heute nicht eben viel passieren. Und Marken nach unten, ja, dürfte hier über 10.070, 10.090 Punkten regiert noch der Bulle. Darunter wäre eine Abwärtsbewegung bis 9.980 möglich und erst unter 9.900 Punkten wäre dann vielleicht das Feld offen für die Bären, um nochmals, ja, vielleicht rund 100 bzw. sogar 200 Punkte abzugeben. Das wären also die Marken im DAX. Dazu kurz der Wochenchart. Eben warum jetzt hier auch die Marke 10.130 Punkte jetzt wichtig ist. Wochenschlusskurs darüber wäre hier jetzt hier über der Rainbow Oberkante ein Schlusskurs dann gesetzt. Und man könnte dann hier wirklich nächste Woche noch auf 10.340 bzw. 10.400 Punkten vielleicht setzen. Doch dafür muss, gibt es eben auch eine andere Bedingung, dafür muss auch jetzt eine Allianz mal anziehen. Also die ist definitiv die Woche sehr schwach gewesen. Aber dafür haben dann ja die Autowerte angezogen, was auch so erwartet worden ist. Also muss er immer mal auch abwägen, was die Schwergewichte machen. Und ja, bislang von Euphorie ist jetzt, sage ich mal, im DAX nicht wirklich viel zu sehen. Es sind einfach jetzt Marken angelaufen worden. Eben mal schauen, was dann die nächste Woche bringt. Und diese Woche dürfte nicht mehr viel kommen. Beim Gold und Silber, was ja hier gestern, vorgestern die Kaufzone erreicht hat, der Goldpreis, kommt hier zurück, nachdem in der Nacht hier Gold hat jetzt hier zwar nichts Neues, kein neues Hoch gemacht, aber hier dafür eben Silber hat sogar fast wieder die 20 US-Dollar Marke touchiert. Und die Tageskerze gefällt mir natürlich im Moment nicht. Unten allerdings eben schön gedreht. Im 4-Stunden-Chart gab es einen kurzen Ausbruch, der aber wieder direkt gekontert worden ist. Und jetzt hier schon relativ an einer wichtigen Unterstützung angekommen ist, der Silberpreis. Deshalb, wenn man jetzt hier gestern die untere Position verkauft hat, ja, kann man vielleicht ja, nochmals bei 1960 etwa zuschlagen und auf einen, ja, schönen Wochenabschluss hoffen. Beim Euro gegenüber britischem Pfund ging gar nichts, bleibt allerdings im Plus. Der Euro rettete sich hier wieder zurück, allerdings auch nicht wirklich ein neues Signal, jedenfalls definitiv nicht im Wochenchart.
Bei den asiatischen Märkten konnte der Hang Seng hier kurz zurückdippen und diese ehemalige Widerstandslinie jetzt als Unterstützungsmarke nutzen. Ja. Kann man noch weiter investiert sein. Der Nikkei, da dürfte mal wieder hier eine falsche. Das mag ich definitiv nicht, wenn hier die Kerzen immer fehlen bzw. falsch sind. Ist, wenn ich jetzt noch mal, ja, jetzt ist die Kerze da. Gab es keinen Wochenschlusskurs über. Der, wer jetzt die Videos kennt, nicht direkt eine Kaufmarke. Wie gesagt, hier unten ist eher die Zone, wo man einsteigen sollte. Allerdings hat jetzt hier eben das eben auch nicht dann getriggert. Pfund gegenüber japanischen Yen lief dann auch seitwärts, nachdem hier das Währungspaar direkt am EMA 200 abgeprallt ist. Was gibt es sonst noch? Hier australische oder kanadische Dollar. Das sieht jetzt sehr gut aus. Da dürfte dann hier wirklich diese Korrektur jetzt zu Ende sein. Und ja, Richtung 0,99 dann tendieren. Nikkei, ja, Dortmund bewegt sich nicht viel, außer dass sie im Transfermarkt zugeschlagen haben. Aktientechnisch nichts Neues. Und auch sonst hier sind eigentlich alle Werte besprochen. Am Wochenende gibt es dann wieder eine Wochenendausgabe und naja, hoffentlich auch wieder dann mit erfolgreichen und neuen Setups. Danke fürs Zuhören und dann bis später oder bis zum Wochenende dann.